Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen Lama-Opening in Fortnite. Ich mache ein paar Lamas auf und möchte euch daran teilhaben lassen. Wir schauen mal, was am Ende bei rauskommt und ob ich noch genug Platz im Inventar habe und wie es danach weitergeht, was ich damit alles machen kann. Wie auch immer, auf jeden Fall öffnen wir jetzt 10 Lamas. Und danach nochmal ein paar, ja? Vielleicht haben wir ein bisschen Glück, ja, der Vorschlaghammer, das war jetzt erstmal nichts. Grüne Sand schauen wir uns erstmal nicht an, ja, da sind wir ja schon ein bisschen weit, das wisst ihr ja auch. Deswegen, gut, das erste Lama war jetzt nichts. Das zweite Lama hat uns auch kein Glück gebracht, also jetzt im ersten Moment, kann sich natürlich jetzt gleich noch ändern. Aber da kam auch nichts bei rum. So, komm schon, Lama. Schwing! Ah! Ich habe da so keinen, man kann hier so ein bisschen spekulieren, ja, wann drückt man, ne, hält man auf oder nicht, wann kommt was Gutes bei raus, ja, das muss erstmal passieren. So, deswegen, jetzt, okay, Silber, ja, gutes Timing hier, jetzt lassen wir nochmal drain, schade, Silber geblieben, aber silbernes Lama, das ist schon mal gut. Ein seltener Held, okay, natürlich, aber in Blau und interessiert halt das, was jetzt kommt, da müsste nämlich noch eins kommen. Epischer Held, dem Mac Marie, hatte ich schon. Epischer Held, den hatte ich noch nicht, den zweiten. Wenn wir mit den 10 Lamas durch sind, dann wird eh nochmal alles aufgelistet. Dann sehen wir das nochmal alles. Wenn ihr selber am Fortnite-Zocken seid, dann schreibt mir doch einfach mal, wie ihr es mittlerweile findet. Ja, spielt immer noch aktiv. Und für die Leute, die vielleicht noch anfangen möchten, schaut gerne die anderen Videos von uns. Da findet ihr noch ein paar Infos zum Game und seht unseren Fortschritt. Wenn ihr den Link, der unten in der Videobeschreibung ist, benutzt, um uns, um das Spiel zu kaufen, dann supportet ihr uns auch noch mit, was das angeht. Und das wäre eine feine Sache. Und ja, jetzt erstmal schauen, was wir hier noch rausziehen. Bis jetzt ist das eher ein schlechtes Opening. Man kann auch irgendwie bis zu 20 Items aus einem Lama rausholen. Und das hier sind alles eher so lasche Lamas. Das hier war schon wieder so ein richtiges Basic-Lama gewesen. Wie, glaube ich, bis jetzt alle, weil wir haben 10 Lamas geöffnet und haben 50 Gegenstände, wie es aussieht. Und das heißt komplett Basic. Warum habe ich noch eins? Guck nicht so doof. Weil wir ein silbernes hatten, glaube ich, da waren dann 10 drin. Komm, komm, nochmal. Shit. Jetzt guck dir mal diese Beute an. Ja, wir schauen uns die Beute an. Ja, komm. Okay, wir können auch einen Gründerlama öffnen. Der Steckschlüssel, den habe ich noch nicht. Epischer Überlebender, welche Effekte? Jetzt sehen wir sie alle nochmal. Okay, neugierig. Hier sind die epischen Sachen. Hier geht das immer so raus, was wir gerade gelootet haben. Hier hat mich interessiert. Epischer Held, Ladungsmeister AC als Entdecker. Okay, halten wir uns den auch nochmal offen. Und jetzt öffnen wir das Gründerlama. Das hat Kunran schon mal in selten bekommen. Ah, das passiert, das wäre schön. Ein Gründerlama in Legendary wäre halt der Oberhammer. Okay, Präzisionsflinte. Den kenne ich auch noch nicht. Epische Anführer. Anführer sind erstmal immer gut, deswegen schauen wir da gleich mal rein. Jetzt gehen wir nicht ins Waffenlager, gucken uns mal alle Helden an, was hier wieder passiert ist. Wir öffnen natürlich gleich weiter. Es sind immer meisten Waffen mit dabei, es ist immer so viel Stuff dabei. Wen haben wir hier noch? Ein Level 1 hatten wir da noch gezogen. Hier sind noch eine ganze Menge dabei. Und jetzt einmal schauen, können wir davon irgendwas gebrauchen gerade? Vor allem hier vorne hätte ich einen besseren Doktor, aber ein Doktor war, glaube ich, nicht dabei gewesen, ist er auch nicht. Mit Fernglas haben wir einen, der ist aber schon drin. Die hier, einer, der mit einer besseren Gesinnung auch nichts, nichts, was da gerade irgendwie reinpasst. Irgendeiner, der gut mit dem Scharfschützen klarkommt, gut mit dem Scharfschützen, nein. Das sieht alles kacke aus. Das ist das einzige Team, das momentan steht. Deswegen einmal hier Helden. Einheiten. Nein, ich muss immer... Da, alle Helden. Ganz kurz ein Stickeralbum. Ob ich noch einen Helden hier in Grün noch irgendwie brauche. Aber Grün müssten alle drin sein, oder? Hier zum Beispiel den Blauen. Den hatte ich noch nicht. Der kommt auf jeden Fall ins Stickeralbum für EP. Genauso wie der ins Stickeralbum kommt. Bedenkt bitte, was ihr ins Stickeralbum packt. Ist finito. Das ist weg. Epische noch nicht, es sei denn die hier, weil die habe ich auf jeden Fall zweimal. Genau gleich, deswegen zack. Level up. Folgendes erhalten. Okay. Okay, und wähle einen von zu seltener Held. Ja, da nichts mehr, da nichts mehr.
Gerade noch so die Waffen hier. Blaues Healpad ist immer gut, um es da reinzupacken. Die epischen will ich da noch nicht reintun. Episch, episch, episch. Da muss ich dann irgendwann schauen, was ich doppelt habe. Episch Legendary nur. Hier hätten wir noch einen grünen Anführer. Einen grünen Anführer mit Fernseher haben wir auf jeden Fall schon, den blauen. Das heißt, der kann da rein. Den mystischen, ich weiß, wer das ist. Da habe ich schon einen verkackt. Ja, hier, guck mal, hier sind noch Low-Level-Sachen bei. Die müssen alle ins Album, damit ich die dann später für mich alle kaputt machen kann. Wir machen gleich noch mehr Kisten auf. Aber das ist immer ein wichtiger Punkt, finde ich. Wir gehen auf Level 41 im Sticker-Album hoch. Nee, die noch nicht. Die will ich erst einmal spielen. Die Sense spiele ich noch zu Ende. Den Baseballschläger, der ist eh Max-Level gerade. Ja, komm, grauer Hammer. Wenigstens auch gut, dass der drin ist. So, und jetzt kann ich immer noch hier auf alle Helden. Klicke einen an und schicke die zurück. Die drei. Ja, bestätigen. Die drei zurückschicken. Perfekt. Wieder ein bisschen Helden-EP. Da muss ich dann schauen, wo ich die gleich mit reintun kann. Hier auch zurückschicken. Den einen darf ich nicht. Auch wieder weg. Hauptsache erstmal so ein bisschen aufräumen. Dich nicht zurückschicken. Hätte ich jetzt fast denselben Fehler gemacht wie letztes Mal schon. Den Anführer behalte ich. Die Standard-Grünlinge schicke ich erstmal weg. Okay. Jetzt habe ich hier 42.000 EP. Da mache ich den einen voll. Und wehe, es passiert mir nochmal, dass ich den aus Versehen zurückschicke. Dann bin ich richtig sauer. Den kann ich sogar weiterentwickeln. Den brauche ich aber erst ganz spät. Deswegen lasse ich den gleich mal ganz kurz auf Level 2 stehen. Der bringt mir jetzt noch lange gar nichts. Den kann ich ein Level up kriege ich hier raus. Das muss eigentlich in sie, damit sie Level 9 ist. Hier fast Level 10, das kriegen wir vielleicht auch noch hier im Case-Opening, im Lootbox-Opening hin. Meine beiden Verteidiger, also die bauen dieselbe EP, die also erstmal nicht, tut mir leid. Ja, erstmal pumpe ich die EP in den Mystischen rein, das macht am meisten Sinn für mich. So, okay. Beute, einen hatten wir bekommen für unser Level up. Das ist also vorgefertigt. Da ist also auch eigentlich, glaube ich, ich glaube, da ist sogar fix, was drin ist. Ich glaube, jetzt kann ich mir halt aussuchen. Das war die eine Sache, ich kann zwischen zwei Sachen auswählen. Foldskämpfer Susi oder Basis Kyle? Basis Kyle habe ich gerade, glaube ich, reingesandt. Nehme ich hier den Foldkämpfer. In der Hoffnung, dass ich den gleich, wenn wir dann nochmal weitermachen, in mein Sticker-Album packen kann. Jetzt kann ich es mir auch einmal anschauen. Dicker, nee, wo sind sie? Leute, Verteidiger, Überlebende, Anführer, ne, es muss ja hier sein, ne? Ist ein Held gewesen. Aber unter was fällt der? Achso, wahrscheinlich, weil der dann schon weg ist. Jetzt muss ich ihn einmal kurz finden. Habt ihr euch gemerkt, wer hieß? Vorhutkämpfer waren das, ne? Vorhutkämpfer, unter welche Klasse fallen die? Entdecker vielleicht? Wegweiser, Pfadfinder, Soldaten? Vorhutkämpfer, Soldat, könnte das sein? Puh, jetzt finde ich ihn nicht. Nochmal schauen. Ne, immer Waffenlage. Alle Helden. Vorhutkämpfer. Selten. Entdecker. Okay, der ist also unter Entdecker. Da muss er drin sein. Und warum finde ich ihn dann nicht? Da. Ja, Gott. Ist also schon da gewesen. Bedeutet, alle Einheiten, alle Helden, den auswählen, zurückschicken. Zack. Der kommt weg. Dadurch bekomme ich Helden-EP. Kann hier drauf drücken, reicht immer noch nicht. Okay, hätte ich mir auch denken können. Brauche eh noch mehr für das Upgrade. Okay, nochmal rein in die Beutel-Lamas. Willst du mich damit kitzeln? Neue Runde. Seltener Held, die hatte ich, glaube ich. Ich glaube, die hatte ich in Nebel schon mal. Komm, gib mir hier ein goldenes Lama, Leute. Jetzt. Ah! The Mean Green. Ich will auch eine Axt. Okay. Ah, Mann. Ende Gelände. Ein Schütze, ein seltener. Ganz schön mittelalterlich. Okay, komm, direkt nochmal. Ja. I'm feeling lucky. Oh, tu dir keinen Zwang an. Ja, mach ich auch nicht. Oh ja. Jetzt geht's los, komm schon. Okay. Erste Wahl. Den hier, Nahkämpfer. Ach, nicht du schon wieder. Obwohl, den habe ich in Blau, dann kann ich den Blauen endlich loswerden.
Legendäre Überlebende. Komm, gib mir welche mit guten Symbolen. Die kann ich alle noch nicht gebrauchen. Vater Gärtner? Ah, ich krieg es. Es gibt natürlich, wird es kein Timing geben, was das erhöht. Ist also eher nur Glück. Wer hat Angst vorm Sensenmann? Du! Ach! Adios! Viel Spaß damit! Eins und dann kriegen wir wieder einen Gründerlama. Ich bin ein Lama. Und du wirst nicht Silber. Ja, nimm es mit nach Hause. Okay. Und jetzt unser Gründerlama wieder. Ah, ne. Oh, direkt, 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 direkt. Schade. Seltener Überlebender. Fachposten-Hype. Schock-Spezialist. Ich glaube, den hier hat... Oh, AC. Ach, das war dumm. Den haben wir doch gerade schon gehabt. Okay. Mindestens ein bisschen was. Nochmal den Schläger. Gut, dann kann der einmal ins Sticker-Album und einmal zurückgeschickt werden. Das Gründerlama. Das wäre schön. Ja, komm, das ist kein Fang hier. Da ist nichts drin. Okay, erste Wahl. Sturmgewehre habe ich, glaube ich, gerade weniger. Epische Wahl. Kupfergroßschwert des Gründers, Kupferbärenkatze, beides geil. Nehme ich das Great Sword. Und nochmal diesen epischen Cowboy hier, Schrotflintenschütze. Ja, jetzt macht man dasselbe wie gerade. Wir gehen wieder ganz kurz durch. Es sind immer super viele Sachen hierbei. Die füllen natürlich, glaube ich, mein Inventar. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo steht. Ne, es sind ja erstmal nur Skizzen. Mein Inventar wird hier gar nicht gefüllt, außerhalb des überlebenden Inventar. Da sammelt sich immer gut was an. Ich habe einen vergessen anzuklicken. Dich. Okay, erstmal ins Album. Hier zum Beispiel Ninja. Blauen Charakter würde ich erstmal eh nicht spielen. Deswegen haue ich die mal rein direkt. Mit nützlichem Zeug. Okay, also einen Lama haben wir gleich eh. Episch lasse ich erstmal noch offen. Ich weiß nicht, ob du hier schon zweimal bei bist. Nein. Deswegen bleibst du auch erstmal drin. Immer auf die Zahlen achten. Episch, episch, episch. Obwohl, dich habe ich jetzt auf jeden Fall, ja, mehrmals. Das heißt, einmal kommst du hier auf jeden Fall rein. Einmal kannst du dann noch zurückgeschickt werden. Die habe ich alle nur einmal. Da muss man leider immer doppelt draufdrücken, um zu sehen, wie viel man davon hat. Zumindest habe ich noch keine andere Methode gefunden. Genauso wie hier sind bestimmt irgendwo mehrere versteckt. Das muss ich irgendwann, müsste ich das mal durchgehen. Ja, ganz, ganz schlimm. Aber episch packe ich im Normalfall, sofern ich gerade noch nicht im Stande bin zu sagen, was ich wirklich doppelt habe, haue ich die erstmal so weiter rein. Als nächstes können wir gleich mal die Belohnungen angucken, was dabei ist. Die Sense wollte ich noch nicht, den Baseballschläger nicht. Hier unten blaues Brecheisen auf jeden Fall. Kommende Belohnungen. Das Auge des Sturms. Ja, das hatte ich zum Beispiel noch gar nicht gehabt. EP. Okay. Okay, okay, okay. Helden. Nein. Alle Helden auswählen, zurückschicken, blau und blau. Ja, ihr beide haut ab. Jetzt müsste ich dich EP-mäßig weiterentwickeln können. Jetzt bist du Max-Level. Und ich brauche Helden-EP und reiner Regentropfen. Reiner Regentropfen habe ich jetzt gerade nicht. Ich habe schon viele Level-Ups gerade gemacht. Das heißt, die muss ich mir später noch irgendwie, muss ich da rankommen, damit die alle erstmal Level 2 sind. Und die ganze weitere EP. Ah, das war das Waffenlama, was wir gerade hatten. Oh, nice. Oh, perfekt. Dankeschön. Großartig. Jetzt wird's interessant. Pistolen habe ich jetzt, glaube ich, fast alle. Das ist ein Scharfschützengewehr. Okay. Nochmal die Wahl. Ein Lasergewehr, okay. Oh, epische Werkzeugwaffe. Ich nehme einen Speer. Oh, geil, der gibt aber gut Points. Den habe ich schon. Der kann also jetzt einmal sogar... hier. Wenn wir hier zweimal. Dass wir jetzt... Jetzt muss ich genau aufpassen, dass ich hier nichts Falsches mache.
Der muss da rein. Nicht den falschen nehmen. Ressource für die Weiterentwicklung von allen Gegenständen kommt hauptsächlich im Brutal vor. Also ich bin vom Level her meines Sticker-Albums schon sehr viel zu weit. Viel zu weit. Da muss ich. Puh. Dass wir da erstmal hinterhergekommen sind. Aber. Wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte irgendwas machen. Held upgraden. Kann ich mein weiter leveln? Ne, da brauche ich auch noch EP. Da bin ich ja noch gar nicht. Ich hoffe halt immer noch einen anderen Helden zu spielen, um doch noch meinen Main zu wechseln. Die eine muss ich noch auf Level 2 bringen, eigentlich. Hier, was mit dir eigentlich? Du kriegst doch immer ganz gut. Ja, guck mal hier. Ich push mal Lucane hier weiter. Der wird immer gut gepusht. Ich habe auch hier schon wieder viel zu viele. Da muss ich gleich auch mal. Oh, ich habe immer Angst, den zurückzuschicken. Das ist mir schon leider öfter passiert. Jetzt wollte ich auf Einheiten hier nochmal ganz kurz durchchecken. Ich habe immer noch keinen Doktor, keinen anderen Doktor, den ich benutzen kann. Passenden besser, wäre besser mit ihr zusammen. Nee. Ach, keiner. Ich habe hier echt, hier habe ich einen riesen Fehler gemacht. Ich habe einen wichtigen Doktor weggeschickt. Deswegen passen die alle nicht zusammen. Hier einen besseren Anführer. 16. Ich hätte einen anderen Anführer. Ist aber an sich charakterlich gleich. Ah, da muss ich hin. Ja. Passt hier wäre besser zusammen. Ich glaube, Patrone, die sind gut. Du bist schlecht, aber für dich kriege ich sowieso nie wen. Nein. Und der Rest ist auch noch nicht da. Okay, komm, die letzten 10. Damit sie nicht. Wir sind ja hier schon echt lange am Stissel. Warum hast du eine? Um den Loot sein aus dem Kopf zu prügeln. Jetzt wird halt golden. Eine Gitarre. Paar neue auf jeden Fall dabei. Paar neue Pass Gesichter. auf. Ich mache bestimmt mit dem Sticker-Album auch noch sehr, sehr vieles falsch, Leute. Das weiß ich selbst. Ich glaube, da habe ich mir schon einiges kaputt gemacht. Okay, direkt nochmal. Ach. Komm, jetzt geben wir was Gutes zur Wahl. Diesmal nehmen wir das Werkzeug. Das hatten wir gerade schon zur Auswahl. Okay, der Raketenhammer. Oh, da war was Interessantes. Da bin ich Ganz ja schön gespannt. Das schauen wir mittelalter. uns gleich am Ende nochmal an. Hast du ein Geld? Eine Wahl. Scharmützel Edge hatte ich glaube ich schon öfter gehabt. Die sagt mir nämlich noch nichts. Komm, einer bitte noch. Ein schönes Scharfschützengewehr. Na, shit. Dann vielleicht das Gründerlama. Neuen Doktor, leider nicht schön genug. Hast du das entfernt? Epische Überlebende, zwei Stück. Auf jeden Fall viele neue Sachen dabei. Ach, da ich schon auf zurückgegangen bin, habe ich den jetzt nicht gesehen. Die Helden meinte ich nicht. Wo meinte ich denn? Nee, dich meine ich auch nicht. Du musst hierbei sein. Hier, der mit dem Herz. Da muss ich mal schauen, welche Rolle der übernimmt. Ein paar gute Sachen dabei. Ja, Waffen natürlich wieder eine ganze Menge. Wir können uns jetzt auch mal umwandeln anschauen. Hier sieht man, was möglich wäre. Man wandelt bestimmte Gegenstände um in einen zufälligen neuen. Das heißt, ich könnte hier. Aber das will ich ja gar nicht. Puh. Und wie wäre es hier? Das sind halt alles Helden, okay. Nee, umwandeln machen wir noch nicht. Da kommen wir später zu.
So, ganz kurz Sammelalbum. Ja, genau. Deswegen habe ich die ausgewählt. Die kommt in mein Album. Du kommst in mein Album. Oh, schön hier. Paar blaue Helden. Entwürfe, die so weiterentwickeln, verwaffelt werden können. Ja. Nehme ich das. Du kommst weg. Ja, das ist klar. Habe ich hiervon mittlerweile mal einen zweiten gezogen? Nein. Und von dir auch nicht. Da muss man dann echt mal schauen, welchen setzt man ein. Und wie gesagt, welche sind doppelt. Grüner Anführer. Ja, doch, du kommst da rein. Die Leuchte hatte ich zwar noch nicht. Aber da hoffe ich immer noch, einen besseren als grün zu finden. Das ist Liu Kang, der da rein will. Perfekt. Hier noch eine neue. Die wäre zweimal gerade da. Das brauche ich auf jeden Fall nicht. Das ist die Laser Gun. Die kann auch rein. Das hatten wir gerade gekriegt. Will ich auch nicht spielen. Wir nähern uns Level 44. Das wird nochmal gut EP geben, aber das wird nichts. Außer der Werkzeug kommt eine Steckschlüssel, stumpfe Waffe, Metallwaffe, brauche ich nicht. Okay, das sieht gut aus. Ab 45 gibt es eine Kiste. Was ist denn das? Zufällige Belohnung, Anführer, seltene Person. Hier, da müsste ich hin. 47 würde mir wieder die Splitter geben, die ich gerade zum Aufwerten brauche. Jetzt nur ganz kurz. Du musst nur noch aufgewertet werden, richtig? Das heißt aber nur reiner Regentropfen. Gerade an der Stelle. Jetzt kurz aufräumen. Verteidiger können die alle weg. Alles aber Charakter-EP sehe ich gerade. Hier wäre es halt interessant. Aber hier habe ich zum Beispiel diesen Piloten. Den muss ich zum Beispiel erstmal einsetzen, ganz kurz. Nutze ich denn irgendwo Grüne? Hier zum Beispiel Dr. Grün brauche ich nicht. Ich glaube, ich nutze aber auch so nie Grüne. Hier passen auch nie welche zusammen. Habe ich irgendwo Grün? Ich habe in keinen Grün drin, weißt du was? Einfach um mein Lager mal. Selbst wenn mir das ein paar Probleme machen könnte, ja? Zack, 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 zack. Alles grün erstmal. Die sind leider nicht sortiert. Hier habe ich nämlich viel, 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 viel zu viele drin. Vor allem Anführer werden. Da muss ich, wenn ich später durch bin, müssen die alle ersetzt werden. Hier zum Beispiel, der Healer ist schon weg. Der Heal-Posten, das ist unten links der. Zum Beispiel, dich bräuchte ich nicht. Aber die müsste ich auch in die überlebenden Dinger wieder packen. Überlebenden. Zack. So, und jetzt habe ich Liu Kang. Kann ich den immer noch weiterentwickeln? Ja, da brauche ich aber Maximallevel. Okay. Reiner Regentropfen braucht er auch wieder. Und Blitz in der Flasche. Das heißt, ich könnte den zwar auf Level 15 bringen. Ich glaube, da lasse ich ihn erstmal stehen. Weil viel weiter komme ich bei dem noch lange, lange nicht. Da braucht er viel zu viel EP für. Ja, aber ich würde mal sagen, das war ein ganz guter Fortschritt hier, Level 44. Mein Held, ja, braucht. Doch, ich könnte ihn noch einmal leveln, dann wäre ich auf was? Ich auf 13. Ja, 14 und auf 15 könnte ich noch nicht. Ich würde ihn auch auf 15 stehen lassen, wenn ich dann soweit bin. Aber hier könnte sich ja auch jederzeit immer noch der Held ändern. Der hier zum Beispiel ist ja ebenfalls schon auf Level 11. Könnte auch einfach den Charakter sozusagen austauschen, weil der hier hat andere Skills. Dann die Wurfsterne weg, dann habe ich hier schnelleres. Ich wäre mit dem schneller. Also mit Flinkfuß Ninja Ken wäre ich allgemein schneller, hätte am Ende eine andere Ulti. Also vielleicht bin ich hier auf 15, einfach nur damit sie da ist, nehmen sie als Assist. Aha, bla bla bla. Das seht ihr alles noch in dem Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.